Hey Leute, ich bin hier mit meinen Freunden. Heute drehen wir die thailändische Candy Challenge und hier ist das alles drin. Ja, wir sind alle ein bisschen gespannt, was sich da alles verbirgt und ob es schmeckt oder nicht. Unsere Reaktion werdet ihr jetzt sehen. So, wer will als erstes? Heftig. Hast du mit Augen zu? Ja. Zeigen. Pocky. Die Mango-Geschmack. Genau. Also es sind einfach diese Keksstäbe oder so. Für Mikado-Dinger, ne? Genau. Mal schauen. Guck mal, lass mal dann gleichzeitig. Das riecht aber gut. Das riecht richtig gut. Mango. Stimmt, das riecht mega frisch. Kamerafrau probiert natürlich auch. Guck mal, du hast schon probiert. Ja, egal, und los. Das riecht besser, als es schmeckt, finde ich. Geht aber. Es schmeckt, aber es schmeckt nicht so nach Mango. Wie würde ich es bewerten? Da fehlt was. Auf einer Skala von 1 bis 5. Mhm. Aber man kann es essen, Leute. 2. Du? 3. Me too. Me 3 eigentlich. 2. 2. 2 oder 2. Ach so, weil ich gesagt habe, me too, okay. 3. So, next one, please. Here. Hast du ihn auch gegeben? Ja, er hat auch. So. Oh, darf ich jetzt. Also, da ist alles drin, von süß bis eklig, oder hast du nicht gesehen? Das sieht aus wie Kaugummi. Wieder Kaubonbon oder Lutschbonbon? Eins davon. Ey, das ist ja auch ein rosa. Ess mal, ja? Ich hoffe, ich warte auf euch. Oh, sie hat gewartet. Also. Es schmeckt wie diese Kaugummis von früher, diese Melonenkaugummis. Wisst ihr, was ich meine? Die mit dem Ja, jetzt waren das Kaugummi. Mhm. Und die hatten so blauen Pulver drin. Genau, in Rot und so. So schmeckt das. Aber nicht so mal frei. Ah ja, wir vergessen immer die Kamera. Oh nee. Also Leute, Gala. Also ich mag's nicht so. Ich mag's eigentlich. Also von mir gefällt's auch. Skala 1 bis 5, denke ich, das ist eine 3,5. Ich finde, das ist schon so. Warum habe ich eigentlich vorhin 2 gesagt? Hä, weiß ich nicht. Geht das nochmal? 2 ist doch schlecht. Dann war das vorhin so eine 4, Leute. Sorry. Genau, 1 ist schlecht und 5 ist gut. Also, ne? Ja. Genau. Ja, und wir haben alle 3 gesagt und du hast... Also ich habe 2 gesagt. Nein, es war eine 4. Ich bin schon bei meiner 4. Next. Los. Matcha. Ich liebe Matcha. Sag's nochmal. Es steht ja. P-Joy oder so. Von der Marke, ja. Ja. Also auch so wie die Pockys, bloß die Füllung ist irgendwie innen drin anstatt außen. Oh, es riecht doch so gut nach Matcha. Sie steht richtig drauf. Und sie auch. Also genau die beiden. Ich mag so Shakes Matcha, aber so Kekse mal schauen. Wir brauchen noch eins. Ach, sorry. Ready? Es riecht voll gut. Warte, ich hab noch meinen Bonbon im Mund. Ich hab meinen schon aufgegessen. Ja, ess mal. Riecht auf jeden Fall gut. Riecht nach Green Tea, ja. Schmeckt so gut. Lecker, lecker. Der ist richtig gut. Ja? Green Tea. Empfehlenswert. Kann ich mal nach Thailand fliegen oder so? Ja, ich mach hier nach Hause. Also die so manchmal. Oh, ja, das steht schon. Oh, das ist so geil. 5 von 5. 5. 3. Alle sind vergessen. Ihr seid immer richtig drin. Oh, sogar 2 Sachen hier. Kriegen die zusammen oder was? Nee, also quasi schon das Getränk zu werfen. Okay. Keine Ahnung, ob es Wasabi sein soll oder whatever. Und einmal hier so Pommes, Chips oder so. Oh!
aber die sind gar nicht rot. Nee. Sollten die rot sein? Warum sollen die rot sein? Oh mein Gott. Da ist Ketchup drin? Da ist Ketchup drin. Was ist los mit den Thailändern? Wie soll es noch mal extra dippen? Okay. Und das eine ist Mayo, oder? Nein, das ist Ketchup. Ich probiere das mal so. Also so schmeckt eigentlich. Mhm. Ja, ich hab's auch gemacht. Kartoffelchips. Ja. Und eigentlich mag ich aber ungesalzen, ne? Schmeckt nach nichts. Und so schmeckt es. Mit Ketchup schmeckt das mega gut. Ja, schmeckt geil. Schmeckt gut, Leute. Mhm. Also wenn ihr die seht, kauft sie euch. Plus Überraschung. Aber schmeckt. Wow. Also die mögen es, die drei anscheinend. Du nicht? Es schmeckt nach Ketchup. Punktzahl 5 von 5. Ich finde das mega geil. Ich finde auch, ich finde 4 von 5. Gib mal Elias. Ja. Weil die nicht gesalzen sind, gebe ich eine 3. Ich gebe eine 3, komm. Ich gebe 4. Wie nicht gesalzen? Ja, es schmeckt einfach. Ist da nicht? Nach nichts. Ich bin nicht wieder mit zu. Ah, nee, müssen wir nicht noch das andere probieren, oder? Ach ja. Wie heißt denn die? Bestimmt Luft und sonst. Die was, hier? Was ist denn das für ein Geschmack? Das ist so eine. Von Jax. Ja, aber nee, das sind, hier alles. Das sind Bohnen. Ich hab keine Ahnung. An die Thailänder da draußen. Sag uns mal, was da steht. Das sind einfach. Ich verstehe es nicht. Da sind einfach so 5 Chips drin. Willy? Ja. Die Luft war echt umsonst. So. Wieder. Das sind Bohnen, also auf der Verpackung sind okay. Erbsen, sorry, nicht Bohnen. Okay. Was ist das denn für ein Geschmack? Warum? Erbsen. Erbsen, glaube ich. Okay. So sehen die aus. Mm. Jetzt lassen wir uns schmecken. Die schmecken nach Boibawa. Also an die Filipinos da, du bist Bescheid. Boibawa. Es ist aber Erbsen so leicht. Ein bisschen spicy, ja. Mhm. Aber geht. Ich finde, das schmeckt nicht so. Ey, das ist scharf. Ja, es schmeckt. Aber so guck mal ihr Gesicht. Noch ein bisschen Spice, aber ich. Das ist schon zu viel schärfer. 2. 2 von 5. Ja, so. 1, komm. Ja, obwohl 2 ist okay. 1, ich find's nicht so besonders. Doch, es ist gut. Ich bin wieder dran. Ich sink mal ein bisschen nach unten. Glücksgriff. Hier gibt es die nicht zu kaufen, Leute, falls ihr excited seid und die kaufen möchtet. Die gibt es nicht. Die gibt es bestimmt in Amerika. Das nee. Nein? Mm-mm. Warst du da? Mhm, schon richtig oft. Und ich habe da gewohnt. In Australien habe ich aber auch Green Tea gesehen. Die mysteriöse Hand kommt wieder ins Spiel. Ich habe schon Kiekel überall. Lass mal, ja. Also drüben war unsere Haut echt top. On fleek, ne? Ich krieg die ganze Zeit Pickel und jetzt esse ich noch was Süßes. Mm-hmm. Das schillt die auch. Hier, die Liebhaberin. Ey, die feiert die Chips, ja? Die sind doch mega geil. Feiert die voll. Ohne Spaß, wie sie schon meinte. Krieg ich Spaß? Das ist der Bruder davon. Mhm. Boah. Mhm. Die schmecken besser. Das ist aber doch kein Matcha, oder? Doch. Das ist eher Green Tea als Green Matcha. Tea. Siehst du, deswegen habe ich gesagt, ist Green Tea nicht Matcha? Was ist Matcha? Green Tea ist ja Tee und Matcha genau. Ist sowas wie so. Das, damit trinkt man sozusagen Kaffee, damit kann man auch Latte Macchiato machen. Das ist so anders. Also von der Skala von 1 bis 5, ich weiß nicht. Ja. Also kommt drauf an, ob ihr ein Grün-Fan seid, Grün-Tee-Fan seid. Dann ist es echt lecker, aber der ist ja richtig drin. Naja. Ich will auch noch was. Was ist das? Getrocknete Mango. Mango, Dried Mango, ihr kennt das bestimmt alle. Hier gibt es das auch zu kaufen. Ja, es sieht trotzdem nicht. Aber deren Mango ist wirklich anders als bei uns. Bei uns ist es so. Säuerlich. Was? Und auch geil. Säuerlich. Bei uns hier. No. Hier. Nein. Und die sind eher voll süß. Hier. Nicht säuerlich. Also hier schmeckt es auch schon süßer. Ein bisschen. Drüben, ja. Nein, hier. Diese getrocknet. Ich weiß es nicht. Ich probiere das zum ersten Mal. Die sind auch anders. Ich halbiere. Oh. Mir schmeckt die nicht so alt. Warum gibst du mir so viel? Schmecken einfach nicht so. Okay, ich probier mal. Ich mag Mango, aber das
Ey, kommt, Leute. Magst du das? Eigentlich schon. Du guckst richtig. Nein, eigentlich mag ich das, aber das schmeckt ja mal gar nicht. Also, anders. Leute, die aus Thailand kommen, Was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist, ist wirklich so, das ist doch kein Mango, das ist einfach nur, ich weiß nicht, die Konsistenz. Ist richtig anders. Ne? So als wäre das ein Zucker. Ja. Ist durchgefallen, Leute. Also, null, sorry. Sogar in Deutschland ist es besser und wir haben auch welche aus Asien. Sorry, null. Sorry. Minus 5. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Frage der Fragen. Sieht aus wie Nudeln. Seafood Snack. Das wird so viel. Das wird scheiße schmecken. Soy Sauce Flavor. Nee, da ist so eine Pfanne drauf. Stimmt. No? Microwave it. Oder so. Ich glaube, die kann man auch so essen. Ja, wahrscheinlich. Also Sojasauce, ja? Ja, Sojasauce. Let's taste it. Was ist das? It's very dry, Leute. Ja. Erstmal Geruchstest. Riecht nach Sojasauce. Ja. Und irgendwie Fisch. Was für eine Nase? Alles gut. Kannst du es entziffern? Wir riechen ja noch. Okay. Hä? Oh. Ja? Komisch, ja. Richtig komisch. Erstens, wie wenn du beißen musst, richtig komisch. Und es schmeckt nach Papier. Also diese Konsistenz ist wie Pappe oder so. Ich glaube, die sind auch zum Kochen da, oder? Es ist auch leicht scharf. Na, scharf ist es nicht wirklich. Also da ist, kommt schon was raus. Oh mein Gott. Ich bin richtig empfindlich. Echt? Und wie hast du in Thailand überlebt? Was hast du gegessen? McDonald's? Jein. Wasser? Ich habe nichts Scharfes gegessen. Echt? Ja. Hast du Nudelsuppe oder so probiert? Ah. Also ich weiß nicht, vielleicht für die haben wir Suppe probiert? So. Doch, wir haben eine Suppe, aber die war nicht scharf. Auf jeden Fall geeignet. Also die schmecken echt nach so See. Nee, ich kann nicht sollen. Du wartest schon drauf. Oh, die kenne ich, die schmecken überhaupt nicht. Sie, by the way, sie war auch schon in Thailand. Sie weiß Bescheid. Aber egal, jeder hat jeden sein. Keine Ahnung. Steht da nichts auf Englisch? Ja. Oh, nee, doch nicht, sorry. Da steht Jack and Jill. Oh, that's American. Manufactured by. Ich nehme halt einen Keks. Oder ein Stückchen. Das ist ja nur Schokolade, ja. Es riecht aber mega nach Kakao. Willst du nicht? Ja, aber anders gesagt. Riecht aber Fanyo heißen, ja. Keks ist auch voll hell. Riecht auch schokoladig, also es könnte gut schmecken. Zeig euch mal ganz. Schmeckt lecker. Okay, geklaut. Yeah. Very good, very good. Doch, schmeckt lecker. Mir schmeckt das gar nicht. Man kann schon lang. Kein Wunder. Diese Tee da nicht. Geht aber geht klar. Schmeckt da. Schmeckt, ich hatte echt Angst, dass es nicht schmeckt. Was sagst du? Also ich finde, es schmeckt. Ja? Doch, es schmeckt. Ja. Von mir gibt es nur 1. 1,5. Ja, sie mag ja Schokolade. Ja, 4 auch so. Was ist da? Also, by the way, wir haben auch noch Durian Candies drin, aber das sind die nicht. Nein, sind das die sind die noch nicht, nein. Oho. Diese stinke Frucht haben wir auch drin, aber das ist irgendwas anderes, ich weiß nicht mehr. Er hat es mir erzählt, ich hab's vergessen. Bambus? Irgendwas. Ich hab's auch so vorhin. Was wollt ihr denn? Wir haben einmal grün und einmal in weiß. Ich hab auch was. The green. Warum denkt ihr, es Apfel oder was? Hoffnung. Nein, so Milk irgendwas. Ich probier das dann. Vielleicht ist das am Ende auch Matcha. Ja. Dann habt ihr Glück. Ich nicht. Oh, nee. Sorry.
richtig, es riecht nach Jung. Diese philippinischen Jung. Diese, was Mama immer macht. Wie heißen sie nochmal? Die riecht Am Salat. Also schmeckt. Na, also geht riecht so. Gut. Meins riecht nach nicht. Ich weiß, was es ist. Ist das Kaugummi? Ja. Yeah. Und die riecht nach Salat. Ich dachte, das ist lecker. Oh, Mann, was esse ich denn hier die ganze Zeit? Meins ist like Kokos. Das schmeckt gar nicht. Was für Reaktion. Voll ekelhaft nach. Das hat was? So ein Nachgeschmack. Also, ich weiß nicht, so ein komischer Nachgeschmack. Ich weiß nicht. Das schmeckt gar nicht. Ich glaube, es ist was, was ich glaube ich so nicht essen würde, aber irgendwie geht es. Weißt du, willst du probieren? Das weiße? Was schmeckt es da? Meine Cousine ist abgehauen, ich glaube, die kommt nie das wieder. Das Grüne hat den Geruch hat sie. Ob ich mich doch. Nee, das riecht richtig gut. Nach Reis oder was? Aber sobald du das im Mund. Willst du das Weiße probieren? Nee, danke. Das Weiße hat ich zu Hause. Oh, das ist ja weicher. Das ist voll rar, das Weiße. Du sagst, es schmeckt hier ernsthaft. Ja, lecker. Magst du das? Aber ich guck mir die Augen. Oh nein, nein. Nein, dann du, Bruder. Schmeckst du dir? Ich schmeck gar nichts. Schmeckst dir? Ich schmeck gar nichts. This hot girl, right there. Look at her. She's beautiful, huh? So. Aber es klebt voll. Ja, nicht oh, wundern, yeah, wir haben hier so Mentos von denen. Also. Was für Flavors? Einmal Pink Lemonade und hier so verschiedene Sorten und es soll angeblich sauer sein. Also, ja, nicht wundern, meine Geschwister haben schon probiert. Also, so sieht's aus. Ich schon so, wenn es sauer ist, weil ich bin da immer misstrauisch. Hier steht sogar, okay, da steht nur Sauermix. Aber bei den meisten steht immer, das ist übertrieben sauer, bla bli blu. Dabei ist nichts. Aua. Schmeckt eigentlich relativ gut. Außer, dass es die Zähne kaputt macht. Ein bisschen. Wo sauer? Ein bisschen noch. Wo sauer? Nur ein bisschen. Soll ich mal probieren? Ich finde, die schmecken genauso wie hier. Kein Unterschied. Ja, irgendwie bei mir. Mit anderen. Leicht. Mhm. Ich will die auch noch. Ja, ja, Mann, was? Egal, gönn dir. Next. Wie viele Punkte haben wir denn gegeben, Leute? Ach so. Fünf. Drei. It's like here in Germany. Obwohl, das wird ja eigentlich ein Minuspunkt sein. Was denn das? Das ist wie hier ist. Egal. Ja. So, ich habe das hier rausgepickt. Guck, da guckt der schon so. Das ist die thailändische Version von Lays oder so, glaube ich. Das ist Lays. Was hier? Ja, bloß auf thailändisch. Dann. Extra Barbecue Flavor. Ach, die sind gar nicht offen. No. Da ist ja echt viel Luft. Wie ist kommt das? Bei denen haben wir auch gemerkt, da ist immer sehr viel Luft drin und der Inhalt, also, es übertrifft sogar hier in Deutschland. Das geht schon mal. Hallo, das ist mein kleiner Sohn, mein Special Guest. Der ist auch schon die ganze Zeit da am Essen. Also ihm gefällt eigentlich so gut wie alles, aber er ist besessen von den Ketchup-Dinger da. So, das ist was wirklich in der Tüte drin ist. Oh mein Gott. So, wer möchte? Ich. Oh. Kennt ihr auch. Geriffelt, nicht berührt. Ey, das riecht wie Buchstabensuppe. Doch, wie? Ja, ich mag den nicht. Also, ich schmeck ihn nicht. Die schmecken, Leute. Ja. Ja, die schmecken. Ja. Aber ich bin kein Fan von Barbecue. Ich auch nicht. Deswegen ist es für mich eine 3. Kamerafrau, what do you say? Wäre es Käse, wäre was anderes. 3.
Käse. Okay. Hättest du die Cheetos mitgenommen? Willst du das probieren? Nein, nicht gut. Ja, Mama. So. Mit, was steht da? Milk. So, was ist das? Milk Candy? My Chewy Milk Candy, ja. Oh nee, nicht schon wieder sowas. Ich bin mal gespannt, ob es noch Wassermelone ist. Oh, wie ist das bei dir? Der sieht aus wie so ein zerkauter Kaugummi. Aber hallo. Haben wir mal. Das ist so... Das ist keine Wassermelone. Was ist... Nee. Das ist keine Wassermelone, sorry. Zero. Zero. Leute, sorry. Zero, zero, zero. So, ich habe jetzt schon mal reingeditscht. Mochi. Wieder mal. Also, unsere Favorites sind definitiv die Ketchup-Pommes-Chips. Das ist für mich nichts mehr da, Leute. Nee, also, mein Favorite war, glaube ich, so den. Was dann? Wir sind noch nicht fertig. Achso. Ja. Sie macht jetzt schon Conclusion. Ja. Also, wir haben hier einmal in grün und gelb. Okay. Okay. Let me taste. Was wollt ihr? Yellow. Ich nehme auch Yellow. Leute, warum lässt du mich alleine bei Grün? Hast du Yellow gemacht? Ja. Okay, hier, dann nimm Yellow und ich nehme Grün. Obwohl, nee, Pech. Oh mein Gott. Nur mal deine drei Gelenke. Das ist Banane. Ich nehme Grün, ja. Hey, und Schokolade? Was ist das? Schokolade? Leute, guck mal, also ihr seht das wahrscheinlich, ich gehe jetzt nicht mehr so nah. Du bist ein Banane Schoko. Ja, Banane, ja, ja, ja. Alles gut. Komm, eine 4. Eine 3. Also schlecht sind sie nicht, aber krass schmecken tun sie diese mir auch. Kombi. Sorry. Für mich nicht. Ich weiß nicht, ob es Kaugummis sein sollen, die heißen. Aber. Hotti, Hutti, Hito. Die sind echt günstig gewesen. Ich glaube, das sehen auch 10. 5 Watt, ne? 5 Watt? Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, unberechtigt. Schau mal die. Sabalika! 10 Cent. Was heißt nochmal Tschüss? Nichts, Tschüss, danke heißt. Ich will nichts Peinliches sagen, auf einmal ist es falsch. Genau, die thailändische Zuschauer da. Kapunka ja, heißt. Kapunka. Kapunka heißt danke. Wiedersehen, oder? Nee. Danke. Ja. Ist das Kaugummi? Und, ich weiß nicht. Sie hat Hallo gesagt gerade. Savatika. Ja? Wie war unsere Brücke nochmal, wo wir dachten, das ist. Samoan Dika sagt. Wir dachten die ganze Zeit Samoan Dika. Wir sagen so, oh, wir überlegen. Nee, aber am Anfang haben wir noch gesagt. Haben wir auch gesagt. Samoan Dika. Und unsere Brücke war Samoan Dika. Denk einfach an Samoan und. Ja, aber das war ja dann falsch. Ja. Ja, keine Ahnung. So sieht's aus wie ein Kaugummi. Mal gucken, ob es Kaugummi ist. Das ist Kaugummi. Ja, aber das ist Kaugummi. Das ist kein. Das ist nicht chewy. Uh-uh. Ja. Da war auch was. Ja. So, das ist dieses Dum-Dum-Dum-Dum. Ding, 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 ding. Okay, hat keinen Sinn. Let's see. Aber ich erfahren habe, dass es Durian ist. Die Stinkefrucht. Schon aus bei mir. Also die Verpackung ist wie bei den anderen, bloß dass es hier richtig gelb ist. Aber du hast auch schon. Riech mal. Boah! Hat aber was Ordentliches. Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen. Smell. Puh! Fett mal. Puh! Puh! Ey, stinken die nur oder schmecken die? Ich glaube es nicht! Oh! Ey, aber so schlimm ist das. Wie ist was? Das schlimm? Das riecht besser als diese ekligen, als das. Hast du schon probiert? Das riecht besser als das. Wann hast du das schon probiert? Weil da habe ich das ja schon... Das ist doch in deinem Mund gerade. Und? Nicht. Ja, sie fragt sich. Hast du probiert was? Okay, Leute, ich los. Es riecht eigentlich voll lecker. Eins, zwei, drei. Nee. Das riecht richtig nach Thailand. Riecht so gut. Ja? Richtig, wenn du zum ersten Mal in Thailand bist, gerade zum ersten Mal die Tür aufmachst und Thailand, das riecht nach Thailand. Also, sie ist der Meinung, Thailand riecht wie Durian.
Nee, aber wirklich, das riecht wirklich so wie auf den Märkten und Leute, so. Leute, den Mund alle. Ich habe versucht und so, aber es ging nicht. Versuch mal. Es schmeckt so, es riecht nicht so. Nicht bei mir, bitte. Gott, ich hab das eigentlich so schlimm. Scheiße, ich wie Kopfschmerz. Also Chips oder so. Minus 000. Schmeckt nicht. Also wer hab ich genommen? Wer nicht auf scharf steht, sollte vielleicht nicht unbedingt. Ich bin empfindlich, ich stehe überhaupt nicht auf scharf. Geruchstest bitte. Können wir uns riecht nach Seetang. Ja, ich kann auch eins so essen, aber ich kann auch probieren. Und oh Mann, nee, das wird immer schlimmer. Nee, nimm du ganz. Okay. Und sind richtig dünn, Leute. Bip, 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 bip. Alle ready? Spice, ich kann riecht nicht. Riecht das auch also, warte, das riecht nach gar nichts. Doch, riecht das riecht nach Seetang. Mhm. Boah, ey, jetzt hab ich voll Bock okay, auf Sushi. So riecht Seetang. Ja, ich bin auch kein Sushi. Sushi-Fan, by the way. Also, ich kann ja nicht mehr drehen. Ah. Okay. Aber erste Sushi. Geruch. Lachhaft. Schmeckt. Ja! Sushi. Nein. Schmeckt nach diese Fisch bei uns. Guck mal, die sind schon fertig. Haben noch nicht mal angefangen. Hey, das erinnert mich an dieses Matcha-Ding irgendwie. Dilis? Nicht. Dilis und auch ist so Jo. Ey, ey! Schmeckt nach Cash. Oh oh! Ah, als würde ich Haut vom Fisch essen. Ohne Fleisch und so. Das ist voll gut, so wenn man auf Diät ist, kann man die essen. Und so ein Chips, wa? Anstelle von Chips. Ja. Sorry, nein. Dann esse ich weiter. I say no. Es ist jetzt nicht das Leckerste auf Erden, aber es ist okay. Silo! Von Hai-Shi-Shi. Hai-Chu, Mann! Oh mein Gott. Hai-Chu. Leute, ist das euer erster Kick in Hai-Chu? Nee, irgendwie nicht. Ich hab die nur dann das erste Mal gesehen. Echt? Die gibt es hier im Asialaden. Ja. Achso, generell meinst du? Ja, die. Er hat neue Visier. Nein, Mann, das sind meine Bays. Hey. Die Barbecues? Mhm. Ja. Ina. Nee! Kannst du mir ein Taschentuch geben? Die kennt man aber. Also die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Und die, wenn ich jetzt gerade einen rausnehme, ist nur noch einer drin. Traurig. Ah, naja. Mm. Schmeckt? Wie mau an. Mm. Nur fruchtiger. Ist es sauer? Mm-mm. Die sind geil. Mm. Und jetzt haben wir keinen zweiten. Mm. Ja. Die sind lecker, oder? Ja. Die sind richtig gut. Mhm. Voll erfrischend irgendwie. Mhm. Die schmecken wie, so wie, nimm zwei. Entschuldigung, Schüssel. Die spucken schon? Nee. I love you. Aber die Konsistenz ist ein bisschen so. Schmeckt mega. Ich find's lecker. Mhm. 5 Punkte. 5, ja. Das ist so lecker. Ja. 5? Hm? 4. Falki. Oh, nicht schon wieder sowas. So. Wieder Cookie? Oreo. Cookies and Cream. Oreo. Kamerafrau liebt Oreo. Ja. Oreo. Ihr kannst wirklich alles. Mit Oreo schenken. Oh, Mann, dabei macht die gar nichts. Na doch. So. Mit F. Ja. Elias. Pick one. Die heimliche Hand. Die zweite heimliche die Hand. Die zweite. Ja. Streitet euch nicht. Was, aber echt viel Süßes gekocht. Kamera, ja, du hättest mehr von diesen Pommes-Dingern mitbringen sollen. Aber ich habe eh vor, nochmal nach Thailand zu gehen. Das ist das Stratzia. Ja, dann bringst du mir mit, ja? Safe. Dankeschön. Was riecht hier einfach? Ne? Ja. Die riechen nach Oreo. Die riechen gut. Was sind das? Cookies and Cream, also wie auch. Achso, du isst ja was anderes. Soja-Nudeln. Ah, schmeckt wie mal. Was? Ich hab schon gegessen. Nee. Okay.
Guck mal, sie isst es so mit Gefühl. So Fische. Ist Fisch? Ja. Soja. Doch, das ist so viel. Ich finde die Mango-Dinger besser. Ja. Nee. Doch. Nee, das sind ich lecker. Ich finde die besser. Ja. Ich finde find beides gut. Das hat also so eine Mango und das hier. Von mir hat es nur drei. Ja, die Mango. Vier. Bitte hier nicht krepieren. Hier nicht. Halt gut. Ich finde die besser. Ich finde die besser. Ich finde die besser. Eine 2. Wirklich? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich glaube, ich habe entweder. Ich finde die Heidschüdinger so geil und das Doofe ist, wir haben keine mehr. Ich meine, lecker. Echt jetzt? Hey! Hallo! Hallo. Nee, wo sind denn diese Mango? Hier. Du bist ja schon los hier. Na, guck mal, ich bin schon leer. Oh, da ist noch was. Die letzte Sache. Bubble Pucho Strawberry Flavor. So sieht's aus. Fühlt sich halt an, bestimmt so Bonbon oder so. Aber das also Ding ist diese so Poppy, Mango and Oreo. Ich gebe die Stimme. Ja? Bye. Very, very. Was ist das aber? Warum ist sowas in so einer Verpackung drin? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch für Sicherheit oder so. Krass. Wollen wir, dass sie sterben? Das ist in vielen Verpackungen. Aber doch nicht so Candy. Doch, der ist nackt. Bei mir ist auch gewesen drin gewesen. Aber wieso? Achso, sind das Kaugummi? Ich glaube, nee, ich habe es schon mal. Aber das brudelt wohl. Oh, echt? Ja. Hier, guck mal. Ups, rutsch hier runter. Hier. Was soll das jetzt sein? Brudelt oder so. Und los. Geht leider nicht, Girl. Achso. Oha! Da ist nichts mehr, Girl. Das, das kribbelt auf der Zunge. Wie sauer. Und geht klar? Ich bin zu sauer. Ich finde, das lutscht man zu lang. Huh, Pause. 5 Minuten Pause. Also, wir haben nicht zweideutig gedacht. Also. Aber Kamerafrau. Ich hab gar nichts gesagt. Vielleicht bin ich ja gar nicht Manuel Neuer. Okay. Ja, eure Bewertung? Es ist okay. Achso, das hört auch irgendwann auf. Und wenn man sauer macht. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. 2, 3. Ja, es ist sehr sauer am Anfang, aber irgendwann ist es dann auch wieder richtig süß. Und das Süße schmeckt nicht, finde ich. Das ist zu süß. Das traurig. Deswegen esse ich jetzt nicht. Ich gebe eine 4 für Leute, die sauer sind. Nee, sogar eine 5 für Leute, die sauer sind. So, kommen wir wieder beisammen. Also, wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Oh, nee. So. Ihr sagt, ich hab so viel gekocht, dann willst du noch mehr? Echt? Es gibt keine. Ey, darf ich die mitnehmen? Danke. Souvenir! Sie nimmt einfach. Sie nimmt einfach. Okay. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir hatten, wie ihr schon gesehen habt, auch Spaß daran. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran, uns dabei zuzusehen. Oder ihr hattet dabei Spaß, um zuzugucken. Ich guck mal, wie es hier aussieht. Ja, die räumen gleich auf. Ich bezahle dir 1 € und so, ihr wisst Bescheid. So, habt einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hey, du musst drücken. Achso, ja, ich bin Kameramann, Frau.